Pathologie kann sehen. Die Krankheiten. Mit den Augen. Die Organe. Mit dem Lichtmikroskop das Gewebe. Und die Zellen. Mit dem Elektronenmikroskop die Organellen Veränderungen des Zytoplasmas. Mit dem Fluoreszenzmikroskop Chromosomen und deren Veränderungen. Mit molekularbiologischen Methoden. Farben helfen uns zu sehen. Pathologie ist den Krankheiten überall auf der Spur. Wir suchen die Ursachen. Wir suchen die Entstehung Wir suchen die Verlaufsform. Wir suchen die Auswirkungen. Wir suchen mögliche Therapieoptionen, den Erfolg einer Therapie, neue Krankheitsformen und Methoden. Wir helfen bei der Krebsvorsorge. Wir tragen zur Qualitätssicherung der Behandlung bei. Pathologie ist überall. Guten Abend. Mein Name ist Christina Gottarello. Ich bin Pathologin und ich kann Krankheiten sehen. Patient, 35 Jahre alt, bekommt plötzlich Magenschmerzen. Er bekam eine Magenspiegelung und in der Magenspiegelung konnte man sehen, dass die Mucosa gerötet war. Der Kliniker entschied sich, eine Gewebeprobe zu entnehmen und in die Pathologie zu schicken. Wir konnten, wie schon gesagt, diese Gewebeprobe bearbeiten und auf die Objektträger tragen. Und das ist unser Werkzeug, was wir unter dem Mikroskop sehen können. Hier ist die Flammhaut des Patienten. Er hat Tausenden bis Millionen von Entzündungszellen in dieser Flammhaut. Er hat eine Entzündung, eine Magenentzündung, eine Gastritis. Aber warum bekommt man plötzlich so eine Magengastritis? Da können wir Pathologen helfen. Mit weiteren Methoden können wir auf die Oberfläche der Mucosa Millionen von Bakterien, die sich gebildet haben. Der Patient hat eine Helicobacter pylori Gastritis, eine bakterielle Magenentzündung. Richtige Diagnose, richtige Behandlung. Der Patient bekam eine Antibiotherapie und war nach mehreren Wochen geheilt. Mann, 65 Jahre alt, bemerkt eine Raumforderung im Hodensack. Er bekam eine Magnetresonanztomographie.
Der Radiologe stellte fest, ein Tumor. Aber was ist das? Eine Entzündung? Eine gutartige Läsion? Eine bösartige Läsion? Was bekommt jetzt der Patient? Soll er eine komplette Entfernung des Skrotums bekommen? Soll er eine Entfernung des Tumors bekommen? Soll er eine andere Behandlung bekommen? Hier können wir auch helfen. Der Patient wurde eine Gewebeprobe entnommen, in diesem Fall nicht eine kleine Biopsie, sondern ein Zylinder, 1 Zentimeter lang. Das haben wir uns auch unter dem Mikroskop angeguckt und konnten wir sehen, dass in diesem Gewebe sehr viele große, dunkle und unterschiedlich große Zellen neu haben. Das ist die typische Morphologie eines bösartigen Tumors. Ein Krebs. Der Patient hatte einen Krebs entwickelt. Aber wo kommt dieser Krebs her? Da können wir Pathologen auch weiterhelfen. Auf diese Zellen erkennt man hier eine bestimmte Protein, eine Eiweiß, die sich gebildet hat. Die MDM2-Protein. Mit weiteren Methoden könnten wir dauerhafte Erbgutsveränderungen der Zellen erkennen. Hier die Tumorzellen und hier viele neue gebildete DNA-Abschnitte. Dieser Tumor hat eine Genamplifikation. Und mit diesen Kenntnissen können wir den Tumor klassifizieren. Der Patient hat einen hochaggressiven, bösartigen Tumor des Fettgewebes. Richtige Diagnose, richtige Therapie. Der Patient wurde zuerst bestrahlt, um den Tumor zu reduzieren, und dann wurde der Tumor entfernt. Frau, gesund. Sie entschied sich für eine Vorsorge des Mama-Parenkinds. Sie nahm an das Mammographie-Screening teil. Sie bekam eine Mammographie und die Radiologe entdeckt einen Tumor. Hier sind wir wieder dran. Erstmal wurde mit Hilfe eines Ultraschallgeräts die Gewebeprobe entnommen und das ist, was wir zur Untersuchung bekommen haben. Hier erkennen wir viele unterschiedlich große Zellringe, die auch in das Fettgewebe hineinwachsen. Das ist die typische Morphologie eines Brustkrebses, ein Mammakarzinom. Dieser Tumor war sehr klein und konnte nicht getastet werden. Der Chirurg wusste nicht genau, wo der sitzt. Und mit Hilfe einer Drahtmarkierung wurde dieses Gewebe entnommen. Und jetzt, wie wissen wir, dass der Chirurg richtig operiert hat? Das war das Präparat, das entnommen wurde. Und das ist das Gewebe, wie zu uns gekommen ist, nach Präparation. Und wir können hier genau sehen, in der Mitte, einen Tumor. Und umherum gesundes Mammaparenchym. Der Tumor ist vollständig entfernt. Und unter dem Mikroskop können wir Pathologen uns diesen Tumor nochmal anschauen und stellen wir fest, dass genau die gleichen Ringe und die gleichen Veränderungen, die wir in der Gewebeprobe zuerst gesehen haben, sehen wir jetzt hier. Der Tumor wurde komplett entfernt. Jetzt war die Patientin ihre Tumor los. Braucht sie eine weitere Behandlung? Da können wir auch Pathologen helfen. Mit weiteren Methoden können wir untersuchen, ob sie bestimmte Proteine in den Zellen entwickeln. Und hier bei den Mammakarzinomen können wir feststellen, ob sich Hormone gebildet haben. Auch können wir das Wachstumsaktivität der Tumorzellen nachweisen. Hier sehen wir, dass nur einzelne Tumorzellen braun markiert sind. Dieser Tumor war ein sehr langsam wachsender Tumor. Richtige Diagnose, richtige Therapie. Die Patientin hat nach Entfernung des Tumors keine Chemotherapie bekommen, sondern nur eine antihormonelle Behandlung. Junge Frau, 30 Jahre alt,
Bemerk eine Verhärtung der rechten Brust. Sie bekam auch eine MRT. Der Radiologe stellte fest, dass sich ein sehr großer Tumor gebildet hat, der fast ein Drittel des Brustgewebes schon angenommen hat. Wir bekamen auch diese Probe und stellten wir fest, dass diese junge Dame ein sehr aggressives, schnell wachsendes Tumor hat. Ein gering differenziertes Mammakarzinom. Prognose desaströs. Wir könnten mit weiteren Untersuchungen darstellen, dass auf die Oberfläche der Tumorzellen bestimmte Eiweiße sich gebildet haben. Die HES2-9-Protein. Und mit weiteren Untersuchungen stellten wir auch fest, dauerhafte Veränderungen der Erbgut der Zellen. Diese Patientin hatte ein hochaggressives, schnell wachsendes HES2-positives Mammakarzinom. Richtige Diagnose, richtige Behandlung. Sie wurde ihren Tumor nicht entfernt, sondern bekam eine medikamentöse Behandlung. Mehrere Monate wurde sie behandelt mit einer Substanz, einer Anti-HES2-9-Behandlung, die diese Proteine angreift und den Tumor zur Schrumpfung oder Verkleinerung bringt. Nach mehreren Monaten kam die Patientin zur Kontrolle. Das ist die Aufnahme vor Behandlung. Das ist die Aufnahme nach Behandlung. Der Radiologe konnte keinen Tumor mehr feststellen. Jetzt ist die Frage, sind wirklich alle Tumorzellen nicht mehr lebendig? Und da können wir auch Pathologen helfen. Diese Patientin bekam das Tumorbett entfernt mit Hilfe auch eine Drahtmarkierung und wir bekamen dieses Gewebe zu untersuchen. Hier sehen wir das Präparat in mehrere Scheiben geschnitten und wir können nur feststellen einzelne narbige Areale. Wir haben dieses Gewebe weiter untersucht und unter dem Mikroskop festgestellt, dass diese Narbe keine vitale Tumorzellen mehr erhalten. Die Patientin hatte eine komplette Rückgang des Tumors. Richtige Diagnose, richtige Therapie. Die Patientin ist geheilt und lebt bis heute noch. Ich bin Pathologin, ich kann Krankheiten sehen und ich wünsche allen Patienten eine gute Pathologin auf ihrer Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.